Hallo Trainer und willkommen auf meinem Kanal. Hey, ich habe mega Bock, Venofliebes zu zocken. Ich finde dieses Pokémon eigentlich ziemlich cool. Beim GoFest gab es das Ding. Das heißt, das wurde frisch am GoFest gefangen. Genauso wie mein Schlurpleck. Das habe ich so gefangen. Ich habe es, glaube ich, entwickelt. Aber ich habe auch Schlurpleck in der Wildnis gefangen. Und die hatten alle auch Body Slam. Das hier ist ein super gutes für die Hyperliga. Das heißt, ich würde es jetzt so erstmal zocken. Und falls ich dann irgendwann mal genug XL haben sollte, was natürlich jetzt eine ganze Zeit lang dauert, würde ich das dementsprechend gerne in der Hyperliga spielen. Du hast bis jetzt 2-Meter-Pokémon dir in dieser Season hochgezogen, so wie es aussieht. Aber davon lasse ich mich jetzt nicht unterkriegen. Oh, das habe ich befürchtet. Jetzt müssen wir mal gucken. 1, 2, 3, 4. Oh, das ist nicht cool. Das ist gerade gar nicht cool, denn ich brauche eigentlich den Wechsel. Der wäre schon ziemlich gut. Das heißt 1, 2, 3, 4. Wechsel wäre eine schmackhafte Kiste. Ich bin mir halt nicht sicher, ob ich den bekommen kann oder nicht. 4, 5, ich müsste runterschlägen können. Denn ich will mit Venofliebes definitiv gegen Landturm kämpfen können. Das wäre schon eine Sache, die mir gefallen würde. Du kannst dir gerne den Wechsel holen. Dann komme ich jetzt hier mit rein, ne? Nicht optimal. Zumal du ein Icy hast. Ich bin hier extrem schwach gegen Eis. Und drüben extrem schwach gegen Eis. Faszinierend finde ich eher, dass du ein gesamtes Team hast. Das war's, ne? Das wird nix. Dass du 3 fette Meta-Pokémon dir hochgezogen hast. Ich wüsste gerne, ob du dir die hochgezogen hast. Guck dir das T-Shirt an, das sieht so falsch aus. Ich wollte das auch mal anziehen. Digga. Hey. Flagmon. Was tust du da? Und warum? Was soll das? Nimm das Ding aus dem Mund, ey. Okay, das nächste Meta-Pokémon. Ihr habt euch Meta hochgezogen ohne Ende. Oh, Dings wäre geil gewesen, ich Idiot. Na? Moped da, wie heißt das Ding? Zygarde wäre geil gewesen, ne? Das wäre jetzt gut gekommen. Oh, schade, auch noch der fette Move. 1, 2, 11, 12, 12. Ich habe hier Erdbeben drauf. Deswegen ist Schlurpleck mit dem WLAN-Zeichen auf dem Bauch ziemlich cool. Bam. Es macht gar nicht so viel, wie ich gedacht habe. Holy Macaroni. Ich habe mit mehr Schaden gerechnet. Uncool. Boah, ich habe echt mit mehr gerechnet. Ne? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich habe mit wirklich viel, viel mehr Schaden gerechnet. Egal, jetzt komme ich halt hier rein. Es war Verschwendung, hätte ich vorher schon machen können. Dich habe ich runtergefahren. Jetzt kommt Aso zurück. 1, 2, 3, 4. Dampfwalze ist jetzt nicht der geilste Move. Und du hast Eisstrahl. Der ist halt sehr, sehr effektiv gegen beide Typen, was ich nicht unbedingt bevorzuge. Okay, 1, 2. Ich glaube auch nicht, dass nur Venofliebes das regeln kann. Wir müssen aber mal festhalten, dass du, oh 1, 2, 3, 4, 5, dass du einfach mal 2, ja okay, Hypno ist nicht unbedingt Top-Tier, aber kann schon was, ne? Du hast dir auf jeden Fall 1, wartet kurz, 2, 3, 4, 5, du hast dir 3 gute Pokémon hochgezogen, genauso wie dein Vorgänger gerade. Also, hier sind halt die Meta-Viecher am Start, ne? Du hast möglicherweise 2 Attacken, ne? Das heißt, oh mein Gott, das hätte man nicht tun sollen und nicht tun müssen. Wenn du ein Icy hast, ist so oder so Game Over, aber du kannst, okay, du machst das nicht. Du könntest auch einfach mit deinem Mate reinkommen, ne? Ice Beam effektiv gegen beide Typen. Wenn du das hast, dann war es das mit mir. So, dann ist halt
komplett finito. Oder vielleicht ein Spukball? Es ist der Spukball und ich halte nicht allzu viel aus. Das heißt, dieses Fun-Cup-Team, nee, müssen wir ja mal gestehen. Es ist ein spiciges Fun-Team. So, es ist nichts Top-Tier. Ich habe nichts dabei, was sonderlich krass ist. Ich wollte unbedingt mal Venus Liebes zocken. Die Attacken sehen auch ziemlich cool aus. Aber aktuell muss ich einfach mal sagen, das Ding gewinnt Führungen, aber die Wechsel kann ich mir nicht holen. Ich kann es also nicht in den Matchups spielen, wo es gerade wirklich gebraucht wird. Wir müssen aber mal gucken. Ich bin noch nicht zu 100% überzeugt davon. Ich finde es aber für mich gerade ziemlich cool, einfach mal Spice-Zeug zu zocken. Und das ist auch voll geil. Ich bin effektiv gegen dich. Da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Weder mit Zirgada noch mit Schlurpleck. Ha. Oh, ich halte nichts aus. Oh, ich halte nichts aus. Ich halte nichts aus. Oh, der Schaden ist aber mal fett. Der war ja mal voll nice. Spiel, Einwand, warum habe ich nicht ausgeholt? Warum habe ich jetzt nicht ausgeholt? Habe ich etwas verpasst? Das lag dann wahrscheinlich daran, dass ich mitten hier im Animationswechsel geschnetzelt am Start war, ne? Habe ich hier die Unnicht-Attacke drauf? Ich glaube ja. Das heißt, wenn du mit deinem Kolossant wiederkommst... Oh, das Moped. Ich muss versuchen, weniger rumzugieren. Das wäre gut gewesen. Weniger gierspenstmäßig unterwegs zu sein, wäre schon geil. Ich werde hier schilden. Ah, ich hätte hier einfach den Knirscher drücken sollen, ne? Leider war ich zu gierig. Das war mein Verhängnis. Ich habe dir vorhin meine... Habe ich dir schon die Pflanzenattacke gezeigt? Ja, ne? Ich denke schon. Da zeige ich dir jetzt einen Knirscher. Einfach nur, weil ich es kann. Du farmst halt komplett, ne? Ist nicht cool, aber voll in Ordnung. Bruder, du tust mir weh mit deinem fetten Quapöchen. Das schmerzt. So, WLAN-Zeichen schildet. Siedewasser, relevanter Schild. Natürlich. Natürlich werde ich jetzt abgeschwächt, mache dadurch weniger Schaden und er kommt zur Attacke. Herzlichen Glückwunsch. Timing ist perfekt, Bruder. Hätte für dich nicht besser kommen können. Ah, komm. Und nochmal. Gönn dir. Ich habe auch keinen Spukball mit, sondern Erdbeben. Spukball kann das Ding auch. Miesen. Meme-Team? Nicht unbedingt. Na, wie soll ich das sagen? Empfehlbar, das ist das Ding. Dieses Meme-Team ist nicht unbedingt zu empfehlen. Ah, schade. Aber egal. Einfach nicht unterkriegen lassen, ne? Ich will einfach Spaß haben. Ich habe keine Lust, rein zu sweaten. Will ich wirklich nicht. Du bist sehr effektiv. Ich komme mal mit dem Brudi hier rein, denn der Schaden von Zigarre, der ist schon gar nicht mal so schlecht. Ich darf aber auch nicht außer Acht lassen, dass du mir ebenfalls nur mit neutralen Flügelschlägen ebenfalls Fettschaden zufügst. Zwolok. Und guckt euch diesen Schaden an. Guckt euch diesen zygadenhaften Schaden an. Der ist schon gut. Zygade ballert richtig, das gefällt mir. Ah, da war ein Schild. Da war ein Schild. Okay, wie viel macht denn jetzt hier so ein Bodyslime? So viel, dass du mich entspannt farmen kannst. Das ist natürlich nicht cool. Gar nicht cool. Ist aber nicht tragisch, denn ich konnte Schaden verursachen. Jetzt müssten wir mal schauen. Venofliebes. Du bist ein hübsches Ding, ne? Du bist schon ein cooles Pokémon. Ich mag dich. Ich finde dich sogar cooler als Arcenia. Du. Oh. Hab doch noch den Move. Deine Augen sehen so, weiß ich nicht, verspielt, verpeilt aus. Bam. Einmal jetzt eine 10 Nummer hier, komm. Du hast jetzt noch den Boy. So, das ist nicht cool. Das dürfte theoretisch nur Meteorologe sein. Right. Was kommt jetzt noch?
Eins, zwei, drei. Hey, Kumpel. Magst du mir verraten, was dein letztes Pokémon ist? Ist das möglicherweise etwas? Na, du kommst noch zu... Oh, wichtig, kommst du doch nicht. Oh, eins, zwei, drei, vier, fünf. Straight up Steinhagel. Direkt, ohne Kompromisse. Sehr, sehr interessant. Kann ich den nächsten abfangen? Wir gucken mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Nee, kann ich wahrscheinlich nicht. Ich gehe einfach mal, ohne darüber nachzudenken, auf Erdbeben. Und es war richtig. Fünf, sechs, sieben. Da war die Attacke. Zack, den habe ich abgefangen. Du hast noch keine zwei Attacken. Du brauchst sieben weitere Sofortattacken. Bis dahin. Eins, zwei, drei, vier. Komm, besieg mich. Nimm den Win mit. Nimm mit, Brudi. Mach einfach. Komm. Gönn dir. Nimm mit. Gar kein Ding. Ich brauche die Punkte nicht mehr. Gar kein Problem. Man sieht, dass der Win auf jeden Fall am Start gewesen wäre. Aber so nötig habe ich das nicht mehr hier. Ich bin jetzt bei 2,677. Absolut kein Thema. Jetzt, nachdem ich sowieso... Ah, holy Macaroni. Ob ihr mir das glaubt oder nicht, ich darf darauf keine Rücksicht nehmen. Ich muss gewinnen. Oh, crap. Ich muss durchziehen. Ich glaube, die Season geht nicht mehr so lange und ich brauche noch insgesamt 12 Wins. Das heißt, ich muss tatsächlich selber noch mal ein bisschen ranklotzen, denn ich brauche auf jeden Fall die Gewinne. Aber du stehst auch kurz vor den nächsten Dings vom Aufstieg, ne? Wir gucken mal. Das Gute ist, dass ich schneller bei den Attacken bin als du. Das Schlechte ist, dass du ja eine Giftattacke hast, ne, Brudi? Das heißt, du könntest auf dem Blatt Papier sehr effektiv mit irgendwas sein. Aber vorher bekommst du Schaden. Und dann gehen wir einfach, ne? Gehen wir und locken wir maybe etwas raus. Vielleicht aber auch nicht. Du könntest jetzt auch auf Säurespeier und dann rausgehen, damit du dir das Matchup schöner machst. Das heißt, jetzt kommt irgendwas rein. So wie das hier. Eins, zwei, drei, vier. Oh mein Gott, interessant. Nassigen Schweif. Das heißt, 5. Ah, ich kann mir nicht vorstellen, dass du das einfach durchlässt. Ich würde mich sehr darüber freuen, aber weil ich ebenfalls schon geschildert habe, habe ich das hier befürchtet. Nicht cool, meine Freunde, gar nicht cool. Aber jetzt komme ich hier mit rein. Das heißt, 1, 2, 3, 4 und ich setze entspannt ein. Was tust du? Du, mein Freund, was ist jetzt dein Plan? Oh, du lässt es durch. Eins, zwei, drei. Ich muss nur einmal ausholen und du schaffst dann eigentlich nur eine Attacke. Ist das ein blinder Wutanfall? Du kannst, glaube ich, Outrage, ne? Wutanfall. Wichtiger Schild. Oh mein Gott, der hat mich weggezimmert. Ich habe aber das Gefühl, dass ich das hier so oder so nicht hinkriege. Es sei denn... Ah, nee, ne, wahrscheinlich nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich dir jetzt einfach so ohne Probleme Dampfwalze drücken kann, so als ob du damit nicht rechnest. Wie viel macht Siedewasser? Das sollte mich schon fast weghauen, ne? Okay, flexmäßig könntest du das ja durchlassen und dich hier einfach mal überraschen lassen. Das wird wahrscheinlich nichts, ne? Right, da ist der Schild. Und ich gehe halt drauf, ist aber auch voll in Ordnung. Ich gönn's dir, du stehst kurz vorm Experte. Ich drücke dir definitiv die Daumen, dass du es nochmal schaffst. Und meine Freunde, ich weiß nicht, wann die Season startet. Ich habe es gerade nicht im Kopf. Entweder werdet ihr morgen sehen, dass ich auch wieder vernünftig versuche, die Gewinne zu holen. Oder ich versuche das außerhalb der Videos zu machen. Aber ich brauche noch 12 Wins. Und ich hoffe, aus irgendeinem Grund hat dir dieses Video gefallen. Mich würde es wirklich interessieren. Schreib es mir in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hau rein und ciao.